Oh, Leute, direkt weiter hier im Programm, würde ich sagen. Es ist Nacht. Irgendwo ist ein Meteor runtergecrashed. Und wir haben genügend Sterne. Nein, drei erst. What? Drei erst? Wir haben doch eben schon mehr als drei gesammelt. Au! Bin ich jetzt blöde? Wir haben noch mehr als... Eins, zwei... Nee, stimmt, wir haben genau drei. Okay. Aber ich hatte doch noch einen, oder hatte ich die... Hat das genau... Nee, stimmt, das hatte genau gepasst. Ah, ja. Den einen hatte ich letztens über, wo ich dann die Festplatte voll hatte und die Aufnahme gebrochen hatte. Genau, stimmt. Da war ja was. So, okay. Zombie-Alarm. Naja, gut. Vielleicht auch kein Alarm. Nein. Scheiße. Das kostet alles Zeit. Und Zeit ist eigentlich Geld, aber in diesem Sinne... ist Zeit Sterne. Denn nur wenn es dunkel ist, kann ich die Sterne einsammeln. Ah, geht sterben. Die blöden Augen, ey. Die nerven am meisten. So, und ach ja, hier war ja irgendwo noch eine fliegende Insel. Stimmt, da war ja auch noch was. Ey, das gibt's doch nicht. Wow, Schwein gehabt, dass der so abgeprallt ist, weil mein Mana war sonst schon wieder leer. Wie sieht's aus? Vier Sterne, okay. Ein Stern werden wir ja wohl noch mindestens finden jetzt in dieser Nacht, oder? Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. So, hier ist schon mal keiner. Bam, bam, bam. Und ich frage mich, wo der Metroid gelandet ist. Gelandet, yeah, man. Wo ist der Metroid gelandet? Ich bin hier der eine vom GZSZ, ey. Der auch immer so Englisch-Deutsch spricht. So ein Kauderwelsch. Weiß leider nicht, wie der heißt. Kurt Cobain, nein. Aber Kurt, heißt er nicht Kurt? Ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube schon. So, also. Wir sind schon in der Eiswelt. Und auch hier will sich scheinbar kein Stern zeigen. Komm schon, einen Stern noch. Dass wir unseren Mana-Haushalt auf 140... Ne, auf 120. Ah, 120 ist ja nichts da. Das ist ja nix. Aber ich würde fast sagen, wir gehen trotzdem einmal bis zum Ende der Welt, um zu gucken, ob der Meteor halt da hinten gelandet ist. Gelandet, meinte ich, Entschuldigung. Aber da ist auf jeden Fall... Da, a falling star landed here on the planet, you know? You know what I mean? So, gib mal her den neuen Mana-Kristall, den snack ich mir direkt rein. Rein zwischen die Kiem, zack, Mana-Haushalt um 20 erhöht. Sehr schön, das bedeutet zwei Waterbolts mehr. Oh, eine Wüste. Und ein Stern. Sehr gut. Bam, bam. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da oben ist noch ein Stern. Bam, bam. Gotcha. Zack, rein ins Inventar. Und da oben, oh ne, eine Fackel. Ah, die Fackel hat mir gerade schon falsche Hoffnung gemacht. Aber da ist noch ein Stern. Und jetzt kommt Crimson gleich, wa? Ne, doch nicht. Ich dachte, wir müssen auch nochmal eine weitere Crimson durchqueren. Ich hatte da irgendwie sowas im Hinterkopf. Aber hey, dann halt nicht. Drei Sterne, komm, zwei Sterne noch. Werden wir es schaffen? Nein, der Tag bricht an, oder? Ja, oh, da kommt ein Slime. Also ist der Tag angebrochen. Alter, ich treffe den Slime nicht. Der ist zu klein für diese Welt. Immerhin hat er ein bisschen Stern gedroppt. Gut, ah, der Meteor. Der Meteor. Geiles Ding. Nein, 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 nein. Ich kann diesen verschissenen Meteor echt nicht mit meiner Silberspitzhacke abbauen. Ah, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Wieso hasst mich das Spiel so? Ja, ich könnte jetzt mal wieder nach Hause rennen. Oder, Leute, nee, komm, wir machen es anders. Das geht alles von unserer Terraria-Spielzeit ab. Das kann ich nicht zulassen. Harry und dann die Wizard School. So, meint ihr denn, dass eine Platinum-Spitzhacke reicht? Ich hoffe mal, oder? Platinum ist ja so das stärkste Material, was man so in der Erde finden kann. Ich hoffe nicht, dass ich ein Crimson-Scheißzeug-Ding... Ah, mit drei Platinum-Barren komme ich natürlich nicht so weit. Ah, scheiße. Okay, The Undertaker kann auf jeden Fall weg, oder? Der macht ja keinen magischen Schaden, der ranged. Und dann hatte ich noch diese Fork. Ich würde auch gerne den Guide hier oben mal einziehen lassen, ehrlich gesagt. Das nervt, dass der da unten noch rumgammelt. Frederik, zeig mal deinen Shop her. Du bekommst einmal die Godly Rotten Fork von mir. Zack. Und den Undertaker. So, was du außerdem bekommst, den Shuriken.
Und das war's. Die Crimstone-Blöcke könntest du auch theoretisch haben. Ah, guck mal hier, wir haben noch einen Life-Crystal. Zack, den dürfen wir sogar nehmen. Hier habe ich ja nichts zu befürchten gerade. So, das bedeutet auf gut Deutsch, ich brauche Platinum, damit ich dann die Dinger abbauen kann. Oder wir versuchen, das Brain of Cthulhu zu besiegen. Aber ohne Mana-Tränke. Obwohl, warte mal, die kleinen Viecher werden auf jeden Fall ein bisschen was droppen. Oder das Eye of Cthulhu. Nee, oh Mann, ey, ich bin mir da unsicher. Ich würde gerne noch einen anderen Zauberspruch haben. Okay, das heißt Untergrund. Wir müssen jetzt eigentlich in den Untergrund gehen, Leute. Ah, ich habe gar keinen Bock, in den Untergrund zu gehen heute. Wie weit war ich denn schon? Oh, hier war ich ja noch gar nicht weit. Nun denn, okay. Dann muss es wohl so sein. Dann muss es wohl so sein, Leute. Ich will ja gar nicht, aber ich muss. Nee, aber ganz ehrlich, ich meine, wir brauchen ja weitere Items. Muss man auch mal so sehen. Und wir wollen ja auch die Endgegner besiegen. Ohne, dass wir 50 Mal sterben. So, das hier kann ich ja auch nicht abernten, ne? Nein! Ich bin so ein dummer Vollidiot. Ich bin so dumm. Ich hab doch Bomben. Ich hab doch Bomben. Oh nein, ey. Ich hätte das Metroid doch abbauen können. Oh nee. Oh Gott, ey. Scheiße, Leute. Habt ihr da dran gedacht? Jetzt steht ihr in den Kommentaren. Ja klar, Grants. Ich wusste es sofort, ey. Hab ich geschrien an meinem PC. Nimm die Bomben, du Vollidiot. Nee, jetzt mal ganz ehrlich. Wer von euch hat dran gedacht, dass wir auch die Bomben nehmen könnten? Würde mich mal echt interessieren. Ah, Mann, ey, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, Leute, ja? Das hat meine Oma schon immer gesagt. Und sie sollte recht behalten. Na gut, Harry, ich hoffe, dass du gut zu Fuß bist und dass du jetzt schnell wieder zum Meteor kommst und den dann auch geschickt abbauen kannst. Ah, Gott, ey. Nicht dran gedacht, wirklich nicht. Ah, ey. Was man nicht alles bedenken muss, wenn man Terraria zockt. So, zack, hoch mit uns. Sehr schön, da sind wir wieder. Nun denn, alles klar. Ein paar Bomben nehme ich aber noch mit, glaube ich. Ich weiß nicht, wie weit wir mit den 11 Stück kommen. Und wie viel Gel haben wir? 7. Oh, was? So wenig Gel? Hätte gerne noch ein paar Sticky Bombs nämlich sonst gehabt. Shop. 13. Das dürfte eigentlich genügen. Aber dann machen wir uns direkt ein paar Stickies, würde ich sagen. Damit wir dann auch die Sachen abbauen können, die da noch so rumgammeln. 6 Stück nehme ich noch, 30 Stück sollte reichen, ja. So, und in mein Crafting-Menü kann ich mir jetzt hier 7 Stickies herstellen. Okay. So, meine lieben Freunde, jetzt machen wir nochmal einen Spaziergang. Geht ihr auch so gerne spazieren wie ich? Ich hoffe mal. Denn wir werden jetzt spazieren gehen. Zum Meteor. Ja, wenn es jetzt wenigstens Nacht wäre, dann könnten wir ja noch ein paar Sternschnuppen einsammeln. Aber denkst du, Püppchen, es ist nicht Nacht. Nein, es ist hellichter Tag. Wir haben gar keinerlei Vorteile dadurch, dass wir jetzt hier so einen Halbmarathon laufen. Und the Arm Stealer has arrived. Ah, stimmt, weil ich den Undertaker hatte, den ich dann jetzt aber schon verkauft habe. Schön, dass der Arm Stealer trotzdem noch getriggert ist. Willy heißt der, okay. Wie Hausmeister Willy praktisch. Alter Vater, ey. Bomben. Ja, Bomben sind der Weg zum Erfolg. Ne, erstens in der Crimson kann man die gebrauchen. Zweitens, ihr seht's, bei einem Meteor kann man sie gebrauchen. Und ich würde mir halt gerne die gesamte Meteorrüstung herstellen. Früher oder später. Denn die erhöht, glaube ich, erstens das Mana. Und zweitens, wenn man die vollständig hat, kann man die Space Cannon abfeuern. Ohne, dass man Dingens bekommt. Hier, wie heißt es? Sag schnell. Sag mal schnell. Ohne, dass man Mana abgezogen bekommt. Und das wäre natürlich ziemlich geil für uns. Dann haben wir erst so den Waterbolt. Dann nehmen wir die Laser Rifle raus. Ballern damit so ein bisschen wie so ein Bekloppter. So piu, piu, piu. Und freuen uns unseres Lebens, dass wir dann unendlich Mana sozusagen haben. In die Eiswelt könnten wir eigentlich auch mal gehen. In die Höhle war ich noch nicht, ne? Oder zeig mal. Nee, waren wir auch noch gar nicht reingegangen. Immer dran vorbeigelatscht. Da ist ein Vogel. Nein. So in dem Winkel. Nein. Oh, was? Der hat ihn aber getroffen. Kann der Waterbolt den nicht töten? Doch. Der eben hat ihn doch aber auch getroffen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist Schummeln ist das.
So, guck mal hier, der kleine Man da hinten. Zack, oh, den haben wir sogar noch gekillt. War natürlich geplant, über Bande den zu töten. Und es war auch geplant, dem Bunny nur eine neue Frisur zu verpassen. Den wollte ich gar nicht umbringen. Ich wollte nur mal so ein bisschen, was ist das denn? Das sieht ja aus. So sieht doch kein Kaktus aus. Oh, da oben ist ein Geier. Gar kein Problem für uns. Wir haben ja den Waterbolt. Wow, das war wirklich gaggert. Was? Achso, das war ein Crit, ne? Ja. Das wäre sonst ein bisschen overpowered gewesen, wenn wir den so schnell da von dem Boden weggeklatscht hätten, ey. So, und jetzt kam doch gleich schon der Meteor, oder? Sehe ich das richtig? Sieht der Grants das richtig? So, erstmal sehe ich es richtig, dass hier so ein lila Slime einfach kommt. Hallo, wir sind ja an der Oberfläche. Grüne und blaue Slimes only, VIP-List. Aber scheinbar haben die sich irgendwie auf die Gästeliste geschlichen. So, jetzt habe ich hier schon mal das erste Problem. Die hier werden ziemlich schwer sein. Ja, doch, so könnte es klappen. So, unser erster Meteor. Sehr schön. Wow, da habe ich wieder eine Bombe total verschissen. Aber gar nicht mal so verkehrt, dann komme ich nämlich da unten auch ran. So, jetzt machen wir die Meteorköpfe schnell kaputt. Oh ja, die gehen ja richtig entspannt hier down mit unseren wunderschönen Zaubersprüchen. So. Alles klar. Du musst sterben, damit ich an weiteres Meteorit komme. So, jetzt habe ich hier ein Problem. Das könnte nämlich ziemlich wehtun, wenn ich hier jetzt rübergehe. Deswegen baue ich mir mal eben hier eine Brücke. So, und wenn die hier gleich mal eben meinen, Stress machen zu müssen, dann kriegen die einen Waterbolt ab. Bam, in your face, bitch. So, das dürfte schon genügen, dass ich jetzt hier ein bisschen was an weiteren Metroid freilege. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir machen uns. Wir sind ein richtiger Meteoritenjäger. So, guck mal, der muss auch sterben. Und der dort auch. Alles klar. Jetzt könnte ich mich hier nochmal so rüberbauen. Genau, ich baue hier nochmal eine Wand hin. So, damit die Bomben dann auch wirklich genau dort landen, wo ich die haben will. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So kann ich arbeiten hier. So kann ich arbeiten. So, wenn ich jetzt hier auch nochmal so ein kleines Loch hinbaue. Ah, Vorsicht, den darf ich so nicht töten. Nee, 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 da muss schon mein Zauberbuch herhalten. Der gute alte Waterbolt. So, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich doch schon fast nicht genügend Bomben mit habe. Wow, wow, wow. Zack, das war aber knapp, ey. Ich will es nur spannend machen für euch, Leute. Ihr habt ja hier auch einen Anspruch auf interessante Folgen. Ne? Deswegen mache ich das halt. In echt würde ich das hier ganz anders machen. Ah, traurig, aber wahr. Ich mache es eigentlich so, wie ich es immer machen würde. Ich würde immer so abkacken. Traurig, traurig, traurig. So, jetzt habe ich mir da unten schon mal ein recht schönes Gebiet eigentlich hingebaut. Jetzt weiß ich nur nicht so genau, wie ich da hinkommen soll vernünftig. Erstmal sammeln wir hier das Metroid ein. So, Meteorköpfe. Die Meteorköpfe sind kein Problem von der Stärke von uns. Da sind die ja so schnell down, das gibt's ja gar nicht. So, komm schon, jetzt boom. Sehr gut. Einen brauche ich da unten noch. Ja, sehr schön, der hat gut gesessen. Der hat gut gesessen. Jetzt ist da noch einiges an Meteor. Aber, ach, das sind zwei, deswegen. Aber, wenn ich hier runter gehe, oh, shit, ich brenne übrigens. So. Okay. Ja, ich würde hier gerne, ja, so eine Wand bauen, sag ich mal. Damit ich dann da, zack, gleich mal eben die letzte Bombe reinschmeißen kann. Ja, das ist die letzte Bombe, die wir nämlich so platzieren. Die anderen sind alle Stickies. Das bedeutet, die können wir jetzt einigermaßen gezielt einsetzen, wenn ich denn zielen kann. Das ist ja immer noch die andere Sache. Ah, das gibt's doch nicht.